Durchwachsene Konjunkturdaten und unterschiedlichste Impulse mussten die Börsianer in dieser Woche verarbeiten. Zum einen kamen enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Dafür läuft es in der US-amerikanischen Industrie wieder besser. Hier gab es mehr Aufträge. Dafür haben wir in Europa eine tiefe Regierungskrise in Portugal zu vermelden. Dort ist nicht nur der Finanzminister, sondern auch der Außenminister zurückgetreten. Und dadurch rückte auch die europäische Staatsschuldenkrise wieder stärker in den Fokus. Dafür kam aber dann Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank, am Donnerstag und sagte bei einer Pressekonferenz, dass es wohl einen längeren Zeitraum niedriger Zinsen in der Eurozone geben werde, um die Rezession zu bekämpfen. Das wiederum beflügelte die Börsenkurse, sodass der DAX zwischenzeitlich sogar mal die 8.000-Punkte-Marke zurückerobern konnte. Aber am Freitag fiel er deutlich ab. Sogar unter die Marke von 7.900 Punkten. Er fing sich dann im Bereich von 7.850 Zählern, weil die US-amerikanischen Arbeitsmarktdaten sehr gut ausgefallen waren. Und das wiederum weckt jetzt bei einigen die Spekulation, dass dafür die US-amerikanische Notenbank möglicherweise ihre ultralockere Geldpolitik ein bisschen drosseln könnte, was wiederum ja eigentlich ein Problem für die Aktienkurse jetzt darstellt, so sagen viele, weil vorher die ultralockere Geldpolitik die Aktienkurse nach oben getrieben hat. Also alles nicht ganz so einfach zu verarbeiten und zu verstehen. Dennoch war dies eine rege Börse. Woche mit starken Umsätzen. Auch bei Einzelwerten passierte einiges. Fresenius Medical Care wurde unter Druck gesetzt durch die Meldung, dass die US-amerikanischen Krankenkassen ihre Zuschüsse für die Blutwäsche zurückfahren wollen. Die Adidas-Aktie kam zwischenzeitlich unter Druck durch negative Analystenkommentare, erholte sich dann später aber wieder. Die Celesio-Aktie musste stark abgeben, weil dort der Chef entlassen worden ist. Und zu guter Letzt konnte aber die Sky Deutschland-Aktie sehr gut performen aufgrund eines positiven Analystenkommentars.